Ich war 43 Jahre auf steter Suche nach meiner Identität und hatte alles eigentlich schon ausprobiert. Und dann war ich mit Kollegen aus der gleichen Firma auf einem Fortbildungslehrgang in Freudenstadt. Und dann kam Heinz Gernot Nieter, das war ein gläubiger Mann, das war auch gleichzeitig unser Referent, Hauptreferent. Und er referierte tagsüber über betriebswirtschaftliche Dinge und abends sagte er, kommt nochmal, alle kamen, trinken wir ein Schöppchen zusammen und ich erzähle euch mal, was ich erlebt habe. Und dann hat er erzählt, wie er zu Jesus gefunden hat. Und alle saßen da, Tränen überströmt. Aber ich war offensichtlich der Einzige, der sich bekehrt hat. Und ich habe Jesus in dem Raum erlebt, er kam, legte seine Hand, seinen Arm um mich. Und das war unmöglich, das also irgendwie zu bezweifeln. Diese Erfahrung wirkt bis heute nach.